So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Let's Play Minecraft hier unten am schönen Ufer ja unserer wunderbaren Welt. Ich glaube, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben, so ein bisschen hier an Sand zu sammeln. Das, glaube ich, haben wir noch tun wollen, damit wir endlich mal die Fenster fertig kriegen für die Putze da oben. Die wir uns natürlich gleich nochmal angucken. Ich muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen in der Kopie ein bisschen rumgeschraubt, mir ein bisschen was angeschaut, nachdem wir ja da zuletzt so einen kleinen Fail hatten. Müssen wir ja ganz ehrlich zugeben, das Haus, das wäre... riesig geworden. Das wäre in den Himmel hochgeragt, wie nichts Gutes. Von dem her haben wir die Etage hier wieder abgerissen. Allerdings, ja, werde ich wahrscheinlich, keine Sorge, ich baue jetzt nicht nochmal großartig um, aber möchte ich hier doch nochmal eine Etage nach oben bauen, denn da kommt ja jetzt das Dach drauf und dann haben wir ja trotzdem nochmal so wie so eine Art, ja, wie so eine Art Dachboden da oben. Und das kommt dann, glaube ich, echt ganz gut. Also in der Kopie sah das Haus relativ gut aus, allerdings brauchen wir dann doch da noch ein paar Ressourcen, um das letztendlich so hinzukriegen. Ja, wie wir es wollen. Ihr hört übrigens im Hintergrund eventuell ein bisschen Musik, habe ich gefunden mittlerweile, ein bisschen was eingefügt. Allerdings war das jetzt mehr oder weniger so ein bisschen der Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt so Bock wieder auf Minecraft gehabt, gesehen, Mensch, ich brauche mal wieder ein paar neue Folgen. Mir schnell Musik zusammengeklaubt und jetzt halt hören wir es ja im Hintergrund. Bin mal gespannt, werde, denke ich mal, ab und zu ja da was Neues ausprobieren, ein paar neue Titel mit dazu kloppen, ganz klar. Und das sieht ja nach nichts aus hier. Das reißen wir mal schnell weg. Und dann werden wir jetzt wirklich mal, sage ich, in dieser kleinen Session bei mir oder jetzt halt hier mit mir versuchen, irgendwie das Haus weiterzukriegen. Vielleicht die Fenster einzubauen, wie gesagt, wenn wir jetzt die mal, wenn wir da genügend bauen können. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Sand. Das ist auch die nächste Frage. Wo wir den hin, beziehungsweise herkriegen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir haben noch kein Bett. Wir brauchen ein paar Schafe. Das würde ich sagen, das machen wir als allererstes. Und ich glaube, die ersten Schafe, die haben wir von da hinten geholt. Denn ich habe keinen Bock, wieder nicht pennen zu können. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Zack. Und zack. Sieht gut aus. Wenn ich gerade höre, ja, Hintergrundmusik ist da. Manchmal dauert es ein bisschen, bis das nächste Lied kommt, beziehungsweise das ist dann anscheinend immer ein bisschen langsam, leise, nicht langsam. Denke, ich habe jetzt da mal so ein bisschen was zu... Hallo, der Baum hat Füße. Nee, der Baum hat keine Füße. Wie kriegen wir die? So, holen wir uns gleich eine Kuh noch, komm. Zack. Oh, da kommen wir natürlich nicht genau hin. War wieder so klar. Nee, ich glaube, ich habe da Kuhschubser. Auch nicht schlecht. Mal ein bisschen was zusammengesammelt, was jetzt ganz gut hier zu Minecraft passen könnte. Wie gesagt, ich werde mich da noch die Tage ein bisschen erkundigen. Und dann werden wir da was richtig, richtig Nettes auf die Beine stellen. Ganz klar. Und da ist ein Schaf. Das sind ein paar Schafe, Freunde. Das ist gut. So, die muss ich leider mal killen. Drei brauchen wir. Eins, zwei. Außer eins gibt zwei Wolle. Leider nicht. Tschüss. So, drei. Die restlichen lassen wir verschont. Mal gucken, vielleicht haben wir hier zufällig. Das sind noch ein paar. Ey, da hinten ist eins. Da ist eins, da ist eins. Das Schafsparadies hier, ne? Hier noch eins. Ne, mal gucken, vielleicht haben wir hier irgendwo Sand. Und was ist denn das eigentlich? Sieht auch nicht schlecht aus. Wird sich der Künstler schon was bei gedacht haben, ne? So, da hinten haben wir doch ein bisschen Sand. Ich hoffe nur, ich verlaufe mich jetzt nicht. Hier ist auch ein bisschen Sand. Wir könnten theoretisch auch den Sand nehmen, der da ist, wo wiederum unser Weizen angebaut ist, oder? Weil den müssen wir eh irgendwie wegkriegen normalerweise. Boah, und wir müssen uns jetzt echt ein paar Steaks machen hier, sonst verhungern wir noch. Da können wir gar nicht mehr sprinten, das bin ich gar nicht gewohnt hier. So, rennen wir mal hier runter. Und gucken mal, dass wir unsere Putze wiederfinden. Aber die müsste doch theoretisch hier jetzt dann irgendwann kommen. Jawohl. Menschen, Orientierung sind du unglaublich. Wahnsinn, oder? So, und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal schnell in die Hütte rein. Wir können auch mal ein bisschen Sand haben wir, glaube ich. Halt, ich bin so blöd. Wollte schon mit Tab jetzt gucken. Hier haben wir Sand. Naja, gut, drei. Vier Glas haben wir, dass wir die mal bauen. Problem ist nur, was heißt Problem? Wir müssen mal gucken, dass wir die relativ positioniert bauen, beziehungsweise so bauen, dass wir sie nicht mehr abreißen müssen. Weil, sonst können wir nochmal neuen Sand holen. So, jetzt holen wir schnell ein bisschen Kohle. So, dann machen wir nämlich einmal und... Wo ist er? Hier ist er. Gut, das reicht locker. Und so. Okay. Da habe ich eine gute Idee da drin, wie wir das weiterbauen. Aber ich glaube, da fehlen uns auch noch die Ressourcen. Oder? Haben wir da was? Ne, wir haben nur Holz. Allerdings auch nicht das, was wir unbedingt brauchen. Naja, gut. Jetzt werden wir erstmal schnell die Steaks rausnehmen und futtern. Das dauert auch nicht mehr allzu lange. Da können wir auch noch drauf warten. Zack. Hauen wir mal schnell was hinter die, ups, Rübe. Und dann werden wir mal unten gucken, dass wir eventuell das Feld so ein bisschen neu anlegen. Beziehungsweise wir haben auch noch 10 Samen. Zwei Weizen haben wir schon in der Hand sogar. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Samen zusammenbekommen. Aha, leider nicht. Saplings noch ein paar.
Da können wir theoretisch mal ein paar Birken-Saplings hinzimmern. Schnell außen. Vielleicht wachsen die relativ schnell. Dann können wir die auch wieder abreißen. So, das reicht erstmal. Für unseren Boden da noch. Das wird noch gar zu Ende kriegen. So, und dann nehmen wir noch schnell das Glas raus. Und die Steaks raus. Und die Kohle raus. Und die Kohle raus, richtig. So, die packen wir nochmal schnell da hinten rein. Und dann können wir uns da echt mal umgucken. Wir brauchen allerdings noch werkzeugtechnisch etwas. Nämlich so eine Harke oder wie auch immer man das Ding nennt. Da brauchen wir noch schnell kurz Eisen. Da bräuchten wir normalerweise 2, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal schnell, ob das soweit stimmt. Wieso ist der noch an eigentlich? Jetzt geht er aus. Jetzt ist er weg. Okay. So, und zwar zack, zack und zack, zack. Genau so ein Ding brauchen wir. So. Was fangen an zu ackern? Ja, wir ackern doch gleich. Gehen wir mal da runter, bauen schnell den Sand ab. Boah, das ist aber... Da müssen wir mal gucken, wie wir das genau machen. Eventuell da drüben, da bietet sich's eigentlich ganz gut an, Feld zu machen, ne? Da ist so ein bisschen so eine gute Ebene. Weil hier das zu abzureißen, das wäre ein bisschen erstens aufwendig. Und zweitens, glaube ich, sieht das dann nicht aus. So, jetzt reiße ich mal hier ein bisschen rein damit. Können wir uns das so merken, wie das war? Normalerweise nicht, ne? Wir haben nur doch Erde, haben wir sogar dabei. Dann kann ich die ja gleich mal... Och Gott, dauert das ewig. Hier hinzimmern. So, so, so irgendwie. Und so. Und so, so war... So war's nicht. So war's, glaube ich. Okay. Reißen wir das auch noch am besten raus hier. Zack, zack. Und bauen das hin. Ich kann hier übrigens nebenbei mal so ein bisschen drüber quatschen. Die ersten Folgen von Minecraft sind richtig, richtig gut angekommen bei euch. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, erst in Folge 7 über die erste zu reden. Aber wie gesagt, ich habe ja immer so ein bisschen im Voraus auch aufgenommen, dass das alles klappt. Ist nicht ganz so einfach zu managen mit 2 Kanälen und noch mit so einem beschissenen Internet, dass das wirklich alles ganz gut letztendlich bei rumkommt. Aber das ist ja richtig geil bei euch angekommen, Minecraft. Also übertriebenst krass. Von dem her bedanke ich. Toll, bedanke ich mich schon mal bei euch, ne? Scheint echt richtig Bock zu machen und mir ja auch, wie ihr mitbekommt. So, aber das Problem ist, wieso baue ich das jetzt hier überhaupt noch an? Da können wir noch Weizen rauskloppen. Braucht das eigentlich gar nicht mehr anbauen. Weil wir ja das da drüben dann anbauen wollen eventuell, oder? Oder, aber komm, wir machen jetzt erstmal noch hier ein bisschen was. Das da drüben können wir immer noch bauen. Wir sollten jetzt erstmal gucken, dass unsere Butze soweit fertig ist. Weiß gar nicht, ob das da oben so gut wächst. Machen wir lieber weg hier. Wenn wir jetzt nur 4 bekommen haben, dann haben wir hier noch eins hin. Und da vorne noch ein bisschen was. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Das muss schon eher passen. Und dann müssen wir uns jetzt echt mal drum kümmern, beziehungsweise uns überlegen, wie wir weitermachen. Wir brauchen jetzt halt für das, was ich vorhabe, zum einen ein paar Bäume. Allerdings will ich die erst danach hin machen. Und wir brauchen ganz viel Stein für das Dach. Stein hatten wir ja bisher noch so gut wie gar nichts jetzt halt, ne? Dass wir eventuell uns da mal nach unten wagen. Nehmen wir mal die Hacken mit, die müssen ja auch irgendwann kaputt werden. Da vorne war unsere Höhle. Dass wir da einfach mal munter ein bisschen Steine bauen, weil für das Dach brauchen wir schon echt ein bisschen mehr. Das kann ich euch versprechen. Und dann schauen wir mal, wie bauen wir uns denn da am besten irgendwo mal... Hallo? Irgendwo mal rein. Vielleicht auch einfach mal einen Gang nach unten oder so. Vielleicht hier gleich beim Eingang, dass man sagt, gut, man macht jetzt mal... Ups, hier so. So, so noch. Und dann geht man hier runter. Das können wir vielleicht mal machen. Vielleicht stoßen wir auf irgendwas. Dann baue ich uns jetzt einfach mal hier so runter. Und ich höre irgendwelche Zombies. Ey, ich hoffe, dass da nichts passiert. So, Fackeln, die müssen wir natürlich auch noch mit rankloppen. Wenn jetzt dann nämlich einer von oben kommt, wäre das nicht so toll. Naja. So, ihr merkt, das ist natürlich jetzt auch noch nicht so, ne, der beste Gang. Aber ich denke jetzt einfach mal zum... Runtergraben taugt's. Okay, da hat sich das Runtergraben schon erledigt. Gucken, ob wir hier weiterkommen, aber wahrscheinlich auch noch nicht. Oder? Doch, das müsste doch soweit klappen. Oh, das sieht gut aus. Kohle? Nee, was war das? Ich weiß es gar nicht. Da geht's schon wieder runter, oder? Nee. Was? Diese ganzen Geräusche, die machen mich so bekloppt einfach nur. Huch. Wieder dunkel. So. Die machen mich so bekloppt. Übrigens, ich habe noch gar keine Mods und Shader und so weiter drin. Abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ob ein Shader bei meinem PC irgendwie noch geht. Ob das alles dann noch so klappt, ne? Nur zur Info. Also von dem her wird es da demnächst mal wieder was geben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mehr so begeistert von der Idee, so eine Map mit reinzuzimmern. Was ich mal gesagt habe, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir machen es einfach ohne. Das ist doch viel schöner. Einfach so einen ollen Kompass zu nehmen.
zu gucken, wo man ist, wenn man auf Erkundungstour geht und dann selbst irgendwie den Weg zurückfinden, ne? So ein bisschen oldschool-mäßig. Muss ja nicht immer eine Hilfe sein, man kann sich auch mal schwer tun, oder? Und dann brauchen wir vielleicht halt auch ein bisschen länger, aber ja mei, wir brauchen doch nicht immer irgendeinen Mod. Können es doch auch mal ein bisschen gemütlicher angehen, ein bisschen mehr entdecken, anstatt nur blöd auf die Map zu gucken oder hinzurennen, sondern auch mal hier links und rechts zu gucken. Was es zu entdecken gibt, ist, glaube ich, vielleicht ganz schöner oder viel schöner. Als, wie gesagt, mit irgendeinem Mod, mit irgendeiner Map da. So, das kloppen wir mal hier hin. Huch, da wollte ich nicht lang. Gehen hier nochmal ein paar Meterchen. Gut, der Gang, der ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch geworden. Aber, naja. Naja. Fällt ja nicht auf, oder? Bauen wir uns hier vielleicht noch zwei, drei rein. Was haben wir denn jetzt? Einen Stack, eineinhalb Stacks. Dass wir da eventuell noch ein bisschen was zusammenbekommen. Dann können wir zumindest mal den ersten Gang servieren. Des Daches, wenn man so will. So, hier weg. Die Reihe können wir eigentlich auch noch abbauen. Die Eisnacke, die können wir auf jeden Fall aufbrauchen, soweit. Und ich muss auch sagen, die Reaktionen von euch waren richtig, richtig gut seitens Minecraft. Ne, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig die Zahlen, aber es waren auf jeden Fall sehr viele Likes. Zumindest sage ich jetzt auch mal im Verhältnis, was dieser Kanal leisten kann, sage ich jetzt einfach mal. Ne, im Sinne von, klar, Fußballkanal mit den, was weiß ich, wie vielen Abos, 13.000. Da geht das ein bisschen anders als hier zu, ganz klar. Aber trotzdem für die erste Folge richtig, richtig krass. Und ich habe mal nachgeguckt noch, das habe ich mir gemerkt, 3 Dislikes. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich für Minecraft verhältnismäßig gut, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir mehr erwartet. Also mehr, nicht, dass ich jetzt mehr gewollt hätte, aber ich habe gedacht, es werden mehr Leute, die da einen Daumen nach unten geben. Weil, wie gesagt, Minecraft, das ist ja so ein Mainstream-Projekt und du machst doch voll Gronkh nach und sowas, habe ich gedacht, kommt alles, aber war wirklich gar nichts dabei. Kommentare, eigentlich wirklich nichts gegen Minecraft, nur diese 3 Daumen runter. Von dem her bin ich da echt positiv überrascht. Weiß nicht, ob das mittlerweile so ist, ob da Minecraft wieder ein bisschen angesehener ist. Ich habe es ja neulich schon angesprochen durch die, ja in Anführungszeichen, neue Generation, ne? Mit Dena und mit Ungespielt. Wobei die, man kann ja dann nicht neue Generation sagen, aber jüngere Generation. Wo jetzt auch so ein bisschen, ja so ein Hype erlebt, sage ich mal. Ich weiß es nicht, ob es daher rührt, dass die Leute wirklich jetzt wieder mehr Minecraft gucken und spielen. Ich weiß es nicht. Ah, da gibt es ja ungemein viele Minecraft-Let's Play. Ich habe ja neulich, gestern war es sogar mal ein bisschen geguckt, einfach ein bisschen auf YouTube rumgestöbert, nach Minecraft gesucht, was es da so alles gibt und wie andere Leute spielen und so weiter und so fort. Und das ist ja Wahnsinn, was es da an Minecraft-Let's Play gibt. Das ist ja unfassbar, ey. Findest immer wieder neuen und schwupps, och, der hat auch mal schnell 50.000 Abonnenten. Richtig krass. So, jetzt ist die erste Hacke hier erstmal aufgebraucht. Müssen wir uns ein bisschen länger gedulden mit dem Steindingens hier. Ah, das ist ja weiter nicht schlimm. Haben wir eigentlich noch genügend Platz? Boah, wir haben jetzt schon gleich 4 Stacks voll. Ich würde sagen, die machen wir noch. Und dann können wir auch gleich mal wieder ab nach oben. Und uns um unser Häuschen so ein bisschen kümmern. Bett müssen wir noch bauen. 3 Wolle haben wir zwar. Da dürfen wir jetzt natürlich nicht sterben, ne? Das wäre bitter. Wenn wir jetzt draufgehen, die Wolle wieder weg wäre. Aber gut, da drüben war noch genügend Schafe. Das ist soweit in Ordnung. Ja, und wenn wir das Haus haben, das ist auch eine gute Frage. Gut, das dauert auch noch ein bisschen, bis das richtig schön ist. Aber dann müssen wir uns echt mal so ein bisschen um den Weizenanbau kümmern. So, das sieht gut aus. Ich glaube, das reicht erstmal. Den einen nehmen wir natürlich noch gerne mit. Jawohl. So, Schwert auspacken. Wo ging es hier raus? Hier sind wir raus. Jetzt hupfen wir hier ab nach oben. Weiß nicht, wieso ich mich jetzt so weit runtergegraben habe, wenn ich doch irgendwie so ein Räumchen baue. Ich weiß es nicht. So, da würde ich sagen, baue ich meine Fackel hin und noch so. Dann kann man hier vielleicht runtergucken so, aber man stolpert nicht runter, weil man nicht checkt, dass es da runtergeht. Und es ist schon wieder Nacht. Nein. Vor den Viechern habe ich so Angst. Die kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, du kannst herkommen. Solange nicht noch irgendeiner mitkommt. Hä? Was war das? Klang... Oh, der ist tot. Klang jetzt irgendwie komisch. Wer auch immer mich da gerade angehört hat. Ach, das ist... Bist du da? Ist das so ein Kleiner? Nee. Die Kleinen, die sind ja auch richtig fies, oder? So, bling, bling, bling. Alles mitnehmen. Und ich finde die Musik echt schön im Hintergrund, oder? Also kann man lassen. Natürlich jetzt was Ruhigeres, aber da hätte jetzt auch kein Metal gepasst oder so, um Gottes Willen. Von dem her bin ich echt zufrieden. So, jetzt sollten wir da mal einen Weg durchfinden, jawohl. Und dann schnellstmöglich ab in die Haie. Ich hoffe, da ums Eck wartet kein Creeper oder sonst was. Sehr gut. So, rein mit uns. Zu damit, Gott sei Dank. Was war denn das? War nur irgendein Rauch, oder? So, da haben wir noch eine Truhe, dann würde ich sagen, packe ich da mal schnell ein bisschen den Stein rein. Oh, den Stein rein. Die Wolle. Augen. Zack, zack. Zack, zack. Oh, wir können uns, sogar ein Brot machen. Das können wir noch reinhauen, das können wir noch reinhauen. Kiste haben wir noch.
Was wir trotzdem mal schnell machen könnten, ist schnell mal den Boden hier zumindest fertig machen, soweit wie ich es vorhab. Mal so, glaube ich, war das. Oder war das schon so? Ja, ich glaube, das war so. Und das müsste... So? Nee, ich glaube, da habe ich was falsch jetzt gemacht. Warte mal, da müssen wir nochmal das wegkloppen. Müssen wir eh nochmal schnell zur Werkbank damit. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt da auch nochmal eine Werkbank hin, bevor wir da jedes Mal rüberrennen. Nehmen wir uns da mal was. 1, 2, 3, 4. So, eigentlich hätte ich das gleich wieder reinpacken können. Naja, auch egal. Und die Werkbank, würde ich sagen, wo zimmern wir die denn hin? Hier, oder? Vielleicht so grob. Naja, werden wir mal gucken. Das passt jetzt soweit. Und dann brauchen wir natürlich noch den ganzen Stein. Können wir eigentlich mal mehr gleich machen. So, paar Treppen. Zack, zack. Zack. Und die vier behalten wir. Und dann habe ich nämlich mir gedacht, muss ich mal gucken, ob das so funktioniert. So wollte ich das nämlich machen. So. Ja, dann müssen wir es echt so eigentlich machen, ne? Ja, das passt doch. Das sieht doch ganz fein aus, so. Gehen wir hier rein, dann haben wir hier das. Dann müssen wir jetzt nur nochmal vier Stück haben. Das ist ja perfekt. Außer wir machen hier als Boden so vier Werkbänke. Das wäre auch eine Idee, oder? Ich glaube, das machen wir sogar. Sieht ein bisschen schöner aus. Da haben wir doch sogar... Ne, Truhen haben wir so viele gemacht, nicht Werkbänke. Naja. Also dann, so. Eins, zwei... Kann ich da mehrere machen? Drei bräuchte ich dann. Ja, geht. So, und dann schwupps, 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 schwupps. Oh, das hat doch was, oder? Irgendwie hat's was, irgendwie auch nicht. Naja. Jetzt bauen wir mal hier noch schnell den raus. Ich glaube, da müssen wir noch so Eichenholzdinger hinmachen. Das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Und dann ist der Raum aber relativ komplett. Trotzdem sollten wir es vielleicht aber hier in die Mitte bauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Weil hier wäre so die Mitte. Eventuell, dass man das so baut. Und hier noch was dazwischen. Ja gut, so nicht. Na, hat auch irgendwie was. Oder? Wäre mal was komplett anderes. Das wäre noch anderer Sasa, als ich wollte. Sondern so. Aber es sieht eher komisch aus als gut, glaube ich. Das machen wir lieber weg. Da muss ich mir noch überlegen, wie wir das genau machen. Jetzt würde ich sagen, hauen wir auf jeden Fall mal noch schnell. Jetzt haben wir die Erde, die Wolle natürlich da hinten rein. Wir haben 6. Wieso haben wir jetzt 6 Wolle? Wir hatten noch nur 3. Haben wir 6 geholt? Naja, dann haben wir gleich mehr. Ist auch in Ordnung. So, jetzt renne ich doch wieder zu der Kiste. Zack und zack, zack. Und dann machen wir uns schnell ein Bettchen. Jetzt sind wir da hin. Oh, und dann sind Monster in der Nähe.